Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs. Wie ihr sehen könnt, ich befinde mich aktuell wieder im sonnigen Dubai, aber aktuell sieht es beim Bitcoin-Kurs leider nicht so sonnig aus, denn wir sind gerade eben über die Nacht aus unserem Rising Wedge nach unten ausgebrochen. Wir wollen uns natürlich heute direkt mal anschauen, was für Preistargets, vor allen Dingen bearische, hat der Bitcoin-Kurs denn jetzt aktuell durch dieses neue Breakout, was über die Nacht passiert ist und vor allen Dingen, was für neue Chart-Pattern formen sich aktuell auf dem Bitcoin-Chart, die uns vielleicht endlich mal dabei helfen könnten, ein fettes Reversal zu starten und somit bald mal wieder neue All-Time-Highs beim Bitcoin-Kurs zu sehen. Darum geht es natürlich heute im Video. Bleibt auf jeden Fall mal dran, wenn ihr nicht verpassen wollt, was ich als allernächstes für Trades eröffnen werde mit dem Bitcoin. Konkurs natürlich im Hinterkopf gehalten und ansonsten würde ich jetzt sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst, gebt dem Video hier mal einen Daumen nach oben und ab jetzt würde ich sagen, springen wir hier direkt in die Charts, denn aktuell, wie ich euch eben auch gerade schon gesagt habe, eine kleine Sache noch, Leute, bevor wir jetzt tatsächlich ins Video komplett reinspringen, eine Sache möchte ich euch noch ganz kurz zeigen und zwar, Leute, ich verlinke euch hier diesen VLaunch Twitter-Account ganz oben in der Videobeschreibung, denn wie ihr wisst, Leute, Chris und ich wollen jetzt schon in den nächsten Tagen hier an der Stelle launchen und ihr wisst es, Leute, ihr könnt euch eine richtige Menge kostenloser Token abholen, eine Free IDO Allocation bei VLaunch, das heißt, die Token könnt ihr euch kostenlos holen, bevor sie auf den Exchanges gelistet werden. Alles, was ihr machen müsst, Leute, es ist aktuell einfach das meistgehypteste Projekt. Alles, was ihr machen müsst, ist hier dem Twitter-Account folgen, die Tweets retweeten, liken und dann seid ihr auch schon ready to go. Jetzt aber zurück in den Chart. Denn das ist natürlich hier das Hauptthema des Videos. Auf dem Weekly Timeframe sieht es aktuell nicht allzu schlecht aus. Wir haben immer noch ein bisschen Raum nach unten. Das sollten wir uns gleich auch einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns die kleineren Timeframes anschauen. Hier so bis auf das 47.000 Dollar Level kann es mit dem Bitcoin-Kurs auf jeden Fall aktuell noch jederzeit runtergehen. Danach sollten wir eigentlich relativ schleunigst Support tatsächlich reinbekommen von den Bullen. Einfach aus dem Grund, weil Bitcoin natürlich hier immer noch auf unserem Weekly Uptrend Support bounced, der tatsächlich hier ganz aus unserem Corona-Crash im März 2020 raus entsteht. Das heißt, da definitiv starker Support direkt unter uns hier auf dem Weekly Timeframe, was definitiv schon mal ein nicht allzu schlechter Start ist. Gehen wir zurück hier auf den Daily Timeframe. Wenn das Ganze einfach mal laden würde, das ist natürlich jetzt hier nicht sehr optimal. Ja, da geht's doch. Gehen wir mal zurück auf den Daily Timeframe, schauen wir doch mal da, was da aktuell passiert. Und ich muss wirklich sagen, dass man da genau das sieht, was ich eigentlich im letzten Video vorher gesagt habe. Denn wir sind natürlich erstmal hier von unserer horizontalen Supports- und Widerstandsebene gebounced. Ja, aber wir wurden natürlich direkt auch wieder hier von unserem von unserem Falling Wedge hier, dem Orangenen, wurden wir natürlich direkt rejected, als es einen Retest-Versuch gab. Das heißt, wir können hier wirklich auch bestätigen, nein, das ist jetzt hier nicht nur ein Fakeout, nein, der Markt ist wirklich leicht bearish, ansonsten hätten die Bullen es ganz easy geschafft, diesen ehemaligen Support einfach wieder nach oben hin zu durchbrechen, bevor er überhaupt zu Widerstand geworden wäre. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir auf dem 4-Hourly-Timeframe jetzt gerade erst ein bearishes Breakout hatten. Und zwar sind wir hier gerade aus diesem wunderschönen Rising Wedge nach unten ausgebrochen. Und dieser Rising Wedge, wie ihr wisst, hat ein ziemlich genaues Breakout-Target von 46.500 Dollar. Das ist das Breakdown-Target von diesem Rising Wedge. Jetzt muss man aber sagen, Leute, Rising Wedges haben in der Vergangenheit bei Bitcoin zumindest in einem Bullenmarkt in den meisten Fällen keine wirklich gute Wahrscheinlichkeit, das Preisziel wirklich zu erreichen. Das heißt, ich gehe tatsächlich davon aus, dass der Bitcoin-Kurs jetzt vielleicht nochmal so in den Bereich von 47.000 Dollar fallen könnte, aber viel mehr tatsächlich auch nicht, weil da, wie gesagt, dann unser Weekly Support reinkommt. Sollten wir natürlich darunter fallen, Leute, dann sieht es sehr, sehr schlecht für den Bitcoin-Kurs aus. Da müssen wir wahrscheinlich sogar noch mit einer noch weiteren Korrektur unter das 40.000 Dollar Level rechnen, aber lasst uns jetzt tatsächlich einfach mal positiv bleiben. Bis jetzt sieht es ja nicht allzu schlecht aus und auch wenn wir jetzt vielleicht nochmal eine kleinere Korrektur nach unten sehen, muss ich persönlich sagen, gehe ich relativ stark davon aus, dass wir hier dann einfach eine Art W-Pattern tatsächlich formen würden, was dann das Reversal für Bitcoin darstellen kann. Das heißt, ich glaube, dieser Rising Wedge, den wir hier aktuell haben, der jetzt nach unten ausgebrochen ist, der könnte tatsächlich nur dafür sorgen, dass wir ein richtig schönes W-Pattern formen und hier mit dem Bitcoin-Kurs jetzt reversen. Denn wie gesagt, auf den großen Timeframes haben wir aktuell noch relativ stabilen Support unter uns, nicht nur auf dem Weekly, sondern auch hier, wie ihr sehen könnt, auf dem Daily Timeframe, denn hier befindet sich natürlich, wenn wir uns hier auch mal die VPVR gerade einmal rausnehmen wollen, ah, das geht gar nicht am Handy, na super, ja doch, so vielleicht, ne, okay, geht irgendwie nicht, ja gut, Leute, ich kann leider hier gerade den Indikator nicht rausholen,
Aber gut, ich wollte die VPVR gerade anmachen. Geht jetzt am Handy nicht. Ist ja nicht so schlimm. Ja, ihr seht es ja hier, hier mit der grünen Box. Auf dem Daily Support haben wir, auf dem Daily Chart haben wir ein bisschen Support unter uns. Auf dem Weekly Timeframe. Das heißt, wie gesagt, behaltet einfach mal so ein bisschen das 47.000 Dollar Level im Auge. Das ist das einzige relevante Preislevel für den Bitcoin-Kurs jetzt gerade, weil das ist das Preislevel, wo wir rein charttechnisch nochmal hingehen müssten jetzt mit dem bearischen Breakout, Breakdown-Target von dem Rising Wedge. Aber das ist auch der Hauptsupport des Weekly Timeframes, der definitiv halten sollte. Und dann ergibt sich natürlich aus diesem, sage ich jetzt mal, aus diesem bearischen Preistarget, was wir aktuell haben, und dann diesem extrem starken Support auf Weekly- und Daily-Basis, ergibt sich natürlich ein optimales Setup für die Bullen, tatsächlich ein relevantes Preis-Reversal zu starten. Aber solange das nicht der Fall ist, sollten wir natürlich weiterhin vorsichtig sein. Und aus dem Grund eröffne ich jetzt auch noch keine Long-Position mit höheren Hebeln. Das Maximale, was ich aktuell an Long-Positionen aufmache, sind tatsächlich Long-Positionen mit einem 3- bis 5x-Hebel. Mehr mache ich gerade einfach nicht auf, weil es keinen Sinn ergibt, solange wir nicht eben genau das haben, was ich gerade erwähnt habe, und zwar ein ganz klares Reversal-Pattern mit einem bestätigten Breakout, mit einem Breakout-Target nach oben über unsere wichtigen Widerstände, die es noch nach oben hin zu durchbrechen gilt, wie die Fibonacci-Retracement-Levels und so weiter und so fort, die ich euch in den letzten Videos gezeigt habe. Jetzt würde ich aber sagen, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch immer gefallen hat. Vergesst jetzt auf jeden Fall nicht, dem VLaunch-Twitter-Account zu folgen. VLaunch-Twitter ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann, Leute, wie gesagt, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben, und dann sehen wir uns tatsächlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.